Hallo zusammen, willkommen zurück in Foundation. Hier ist die Lucida und ich habe gerade entschieden, dass wir diesen Ort in Waldheim umbenennen. Wenn ich jetzt nur wieder rausfinde, wo das ging. Ah, My Village ist vielleicht nicht so der schönste Name für einen Ort. Waldheim muss ja alles seine Richtigkeit haben. Wunderbar, 21 Menschen schon. Super. Ja, es fehlt immer noch die Möglichkeit, dass ich jemanden befördern kann. Deswegen können wir leider nicht großartig weiter ausbauen. Hier wird jetzt eine Erweiterung für das Herrenhaus gebaut. Da wollen wir eine Schatzkammer reinbauen, weil unser Geld immer wieder an die Grenzen stößt, gewissermaßen. Ich bin auch sehr gespannt, was dann hier passiert. Ich meine, es wird wirklich sehr eng. Ich frage mich, ob sie dann außen drum rumlaufen. Ich weiß auch gerade gar nicht, ob wir... Ah, doch, wir können Häuser abreißen. Will ich natürlich eigentlich nicht. Wenn die gerade schon so schön da stehen. Hm, hier haben wir ein schwebendes Fundament. Neueste Errungenschaft. Das schwebende Fundament. Ist wirklich schön gemacht. Ja, ich hoffe, wir können jetzt bald die Leibeigenen befördern. Das wäre wirklich toll. Wegen so netten Sachen wie eine Schäferei, eine Weberei, Weizenfarmen. Da wird dann auch der Platz langsam ein bisschen knapp. Ja, die Kirche ist auch am Entstehen. Sehr, sehr schön. Hier ist die Lucy am Ausbauen. Die hier stehen immer noch rum, haben noch kein Haus. Echt kein Haus? Komisch, also ich meine, am Anfang gab es immer eine Meldung, für so und so viele Bewohner ist kein Haus vorhanden. Naja, das ist hier anscheinend jetzt nicht der Fall. Vielleicht sollten wir irgendwie gucken, dass wir da die Umgebung ein bisschen attraktiver noch machen, mit so Büschen und sowas. Zierstrauch. Setzen wir noch da einen hin. Ja, hier ist doch eigentlich eine gute Attraktivität. Müsste eigentlich irgendwann dazu kommen, dass da auch noch Häuser entstehen können. Aber gut, erstmal ist wichtig, das Herrenhaus. Sieht doch wirklich nett aus hier. Okay, dann können wir jetzt hier eine Funktion zuweisen. Gucken wir mal, wie das geht. Holzerweiterung, okay. Schatzkammer. Okay, jetzt haben wir hier mehr Kapazität für Geld. Oh Gott, das ist nett. Ja, nur was machen die jetzt da hinten? Bin ich mal gespannt, ob sie sich hier durchquetschen oder wie das funktioniert. Ja, ist wirklich sehr eng alles. Gut. Der Kirche dauert jetzt auch noch seinen Moment. Wie ist es denn mittlerweile? Oh, voilà. Nein! Ach Mensch, wenn man es gewöhnt ist, dass hier ein X ist und es. Ja. Blöd. Hier ist mittlerweile alles eingewaldet. Oh Gott, das ist schön. Ja, ich wollte gucken, ob wir Arbeitslose haben. Beruf. Ja, zwei Arbeitslose. Gut, die heben wir uns aber auch mal auf. Für den zukünftigen Bauernhof, hoffentlich. Ich denke, wir haben jetzt hier auch Geld übrig, ganz ordentlich. Da würde ich sagen, kaufen wir gleich diese Fläche, dann können wir da unseren zukünftigen Bauernhof draufstellen. Ja, machen wir das mal. Dann haben wir theoretisch hier auch noch Platz für Steine. Falls das Steine sind. Also ich gehe mal davon aus, was soll es sonst sein? Aber die Steine sehen halt hier eben anders aus. Was ist denn hier los? Steckt schon wieder jemand fest? Hey, was machst du da? Ja, die scheint wirklich festzustecken. Nicht, dass sie da unten verhungert. Oh, eine Audienz. Okay, gucken wir mal. Ja, hi. Na, ich hab dich gar nicht kommen gehört. Gut, wir können wieder jemandem helfen. Gucken wir mal, was wir dann jetzt hier am ehesten brauchen könnten.
Königreich, da haben wir viel Prunk, Arbeiterschaft. Taverne, Kirche, hier hätten wir. Ja, gut. Machen wir Arbeiterschaft. Dann kommen wir auch zu der Taverne irgendwann früher oder später. Arbeiterschaft, okay. Ich werde meinem Volk helfen. Das müsste das sein. Scheiße. Fisch. Ja, das ist ja super. Können wir gar nicht machen. Okay, das heißt, ja. Das ist blöd. Also Fisch haben wir überhaupt nicht. Und wenn ich scheitere, also und ich werde scheitern, dann werde ich -2... ich weiß es nicht, Ansehen oder sowas bekommen. Das ist schlecht. Also behalten wir es lieber alles für mich. Was schade ist. Ja, also wir sollten... Oh. Wieso geht der denn? Ja, wir sollten stets wirklich hier unten hinkommen, dass wir dann Fischhütte bauen können. Ach Mensch, jetzt geht der. Gut, dann bauen wir eben noch mehr so Büsche. Vielleicht hilft das was. Kostet ein bisschen Geld, aber das können wir uns gerade noch leisten. Also gerade so. Das ist wirklich nicht so viel, was wir uns leisten können. So, mal gucken. Also hier müsste jetzt wirklich... Hier müssten jetzt eigentlich Häuser entstehen können. Ich verstehe gar nicht, warum sie dann jetzt nicht bauen. Ja, Leutchen, baut doch mal. Ihr müsst da nicht rumstehen, ihr könnt euch eure Häuser selber bauen. Ja, wir könnten jetzt dann aber auch mal hier anfangen. Das Ding... Ah, ne, können wir nicht. Oh, kein Gold. Schlecht. Na gut. Kommt ja auch wieder. Ja. Schade, schade, dass sie hier keine Häuser bauen. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich sie nicht befördere, obwohl sie sich eine Beförderung wünschen oder sowas. Dann bauen wir so Fässer noch dahin. Sieht doch auch ganz nett aus. Das gibt uns auch ein bisschen Prunk bei der Arbeiterschaft. So. Okay, ein neuer. Ah, hier, ich glaube, dieser Weg hier wächst langsam wieder zu. Hier wohnt aber auch keiner drin. Maximale Attraktivität. 2, aber es wohnt keiner drin. Komisch. Also bei niedriger Attraktivität bauen sie diese Häuser. Ja, sehr, sehr merkwürdig. Habe ich noch nicht ganz verstanden. Niedrige Attraktivität. Und jetzt bauen sie diese Häuser sogar aus. Zu 6 Stück. Es passen 6 Leute rein, aber sie... Ja. Aber sie wollen da einfach nicht wohnen. Aha. Die Kirche hat eure Hingabe zu Gott bemerkt und schätzt euch mehr. Gott ist der Grund, warum wir alle hier sind. Okay. Ja, klar. So, gucken wir mal, was wir jetzt hier machen können. Brauche ich mal einen Priester. Kann man hier nicht zuweisen. Komisch. Gut, dann machen wir das eben hierher, über dieses Fenster. Oh, geht nicht. Kein Priester. Die Kirche wird ja auch nicht als Arbeitsplatz aufgelistet. Ja, wie bekommen wir jetzt einen Priester? Gucken wir mal kurz in der Hilfe nach, ob sich da was findet. Nee, sieht nicht so aus. Na gut, also ich habe gerade mal kurz geguckt und gegoogelt.
Da steht, im Moment wäre es noch nicht notwendig, einen Priester zuzuweisen. Die Kirche funktioniert wohl auch so. Das funktioniert auch nicht so gut, dass sie hier wirklich auch den Eingang nutzen. Na gut, also. Treue Besucher 13 von 20. Wow, okay, so prächtig. Ja, sehr komisch. Baut doch dieses Haus einfach aus. Nochmal gut, ist schon maximal ausgebaut. Ich meine, ich habe auch mal was gelesen, dass die Leute Häuser suchen, die in der Nähe ihres Arbeitsplatzes ist. Und wenn sie nicht, wenn sie in der Nähe nichts finden, werden sie unglücklich oder so. Das ist ja auch blöd. Na gut, also dieses Haus wird wohl nicht genutzt von irgendjemand und die Attraktivität ist niedrig. Deswegen reiße ich es jetzt mal ab. Und pinsle das hier als verbotenes Land, dass da niemand mehr siedeln soll. Da können wir da unser eigenes Herrenhaus immer weiter ausbauen. Na gut, mal gucken. Ja, das mit den unglücklichen Dorfbewohnern, die hier kein Haus haben, ist wirklich, wirklich, wirklich doof. Ja, ein bisschen blöd ist jetzt auch, dass wir gerade überhaupt jemanden hochleveln könnten. Selbst wenn das Fenster, wenn wir das Fenster finden würden, wie man jemanden Leib zu Leibeigenen macht, weil uns das Geld fehlt. Wahrscheinlich gerade durch die Kirche. Kann man ja noch irgendwas machen? Gebäudeteile. Ton, das Glockenton. Ah ja. Okay. Was passiert mit dieser Kirche? Was macht die? Aha. Gucken wir mal kurz, ob wir da was finden können. Gebäude freischalten, Ressourcen abbauen, Häuser bauen, Zufriedenheit erhöhen. Ja. Die Erfüllung dieser Bedürfnisse wird die Zufriedenheit erhöhen und euch erlauben, ihren Rang zu verbessern. Ja, aber wie? Kann zu einem höheren Rang aufgewertet werden, was ebenfalls müssen seine aktuellen Bedürfnisse erfüllt und ein Herrenhaus gebaut werden, dem eine große. Aha. Besteht für euch am Ende eines jeden Monats die Möglichkeit, Dorfbewohner aufzuwerten. Okay, am Ende des Monats. Ja, dafür haben wir leider kein Geld. Oh Gott, das macht mir Sorgen. Einnahmen generieren. Okay, durch den Verkauf von Lebensmitteln, Waren und Luxusgütern. Handel und Zuordnung eines Finanzamtes und Steuereintreibers zu einem Herrenhausdenkmal. Aha, Finanzamt. Gucken wir mal, ob da irgendwas geht. Steuerbehörde. Okay, das dauert eine ganze Weile. Jagdhütte. Das wäre vielleicht nicht schlecht. Das wird ja mal teurer. Ach so, bürgerliche. Okay, zu bürgerlichen. Das wollen wir erstmal nicht machen. Wir brauchen jetzt erstmal genau einen Leibeigenen noch. Nehmen wir doch ein Pier. Gut, jetzt können wir viel mehr bauen. Das ist sehr schön. Und wir können auch diese Jagdhütte hier... Nee, können wir nicht. Sonst fehlen die Bürgerlichen. Gott, okay, das dauert noch eine ganze Weile. Mist. Okay, aber gut, wir haben jetzt neue Möglichkeiten bekommen hier, was sehr schön ist. Wir können dann wahrscheinlich auch, ich denke mal, Klamotten verkaufen. Schäferei. Weizenfarm, Windmühle, Bäckerei. Ach Gott, das ist ja toll. Na gut, also das ist sehr, sehr gut alles. Wie fängt man denn da am besten an? Mit einer Schäferei vielleicht? Scheiße, wir können gar nichts davon bauen, weil wir kein Geld haben. Mist! Ach, irgendwas ist aber auch immer, hey. Ja, also ich erinnere mich auch beim ersten Mal vor einem Jahr, als ich es gespielt habe, hatte ich immer ein Geldproblem. Es ist schwierig, an Geld ranzukommen. Mann. War ich sehr voreilig offensichtlich hier mit dem hier. Hätte ich das mal gelassen. Vorher haben wir noch plus 30 bekommen und jetzt auf einmal nichts mehr. Ja, Mist. Das ist jetzt wirklich sehr schwierig. Also, kann
Kann man hier nicht irgendwie Kollekte oder sowas machen? Schatzkammer, Studienraum. Ja, also uns geht es jetzt gerade sehr schlecht. Mal gucken, ob wir irgendwas verkaufen können über einen Handelsweg. Kauft Beeren. Da könnten wir ein bisschen was verkaufen. Diese Felsblöcke könnten wir verkaufen. Bretter. Felsblöcke müssen wir doch eigentlich auch haben irgendwo. Wir haben ja schließlich hier so eine Steinmetzhütte. Oh, aber keinen Steinmetz zugewiesen. Da war doch eine drin, die ist dann gegangen, weil die hier immer festgeklemmt ist, glaube ich. Mist. Okay, auf einmal kommt wieder ein bisschen Geld. Oh, neue Leute. Yay. Ja, wo sieht man denn jetzt, wie viele Felsblöcke wir haben? Achso, es gibt diese Warenliste. 10 Stück. Ja, gucken wir mal. Verkaufen wir was. Und dringend Geld. Handelswaren. So, okay, der kauft. Also das wäre, glaube ich, nicht schlecht. Ich glaube, das brauchen wir auch gerade im Moment noch gar nicht. Die brauchen das auch nicht. Brauchen bloß Bretter. Gut, dann verkaufen wir unsere gesamten Felsblöcke, Steinblöcke. Verkaufen. Alle. Okay. Was hat man noch? Beeren lieber nicht. Die werden ja gegessen. Ja, sonst können wir auch gar nicht mehr so viel. Vielleicht Holzbretter. Aber die brauchen wir eigentlich halt für diesen. Für das Herrenhaus. Ja gut, wir können kein Herrenhaus bauen ohne Geld, also können wir auch die Bretter verkaufen. Na gut, also wenn der Händler das nächste Mal kommt, dann sollten wir ein bisschen Geld bekommen. Mensch, also dass es so knapp ist. Zumal hier steht ja jetzt plus 6, aber es kommt einfach nichts an. Ja, und die wollen einfach partout nicht in irgendein Haus rein. Achso, liegt das vielleicht daran, dass die arbeitslos sind? Ist vollgestopft. Wie ist vollgestopft? Schreiner. Achso, man soll das Zeug vielleicht mal einlagern. Kann sein, dass ich vielleicht nichts Neues mehr baue, solange da ja diese Arbeitslos vollgestopft ist. Na gut. Jetzt haben wir überhaupt keine Bretter mehr. Haben die gerade verkauft? Nee. Achso, das Zeug, was wir verkaufen wollen, muss natürlich ins Lagerhaus. Das heißt auch die Felsteile. Okay, die Steinblöcke. Ja, sehr merkwürdig. Ah, jetzt ist wieder da. Okay. Ja, ist alles sehr, sehr merkwürdig. Na gut, aber ich bin optimistisch, dass wir das hinbekommen. Was haben die noch hier? Arbeitslos. Träger. Arbeitslos. Ja, dann sollte vielleicht noch jemand hier zuweisen, der dann auch noch die Sachen abholt.
Ja, das mit dem Geld ist schon wirklich schwierig. Also ist es wirklich so, dass wir das gesamte Geld nur über diesen blöden Markt bekommen? Was steckt denn eigentlich da rein, Hahn? Ja, was macht genau die Kirche jetzt? Wartungskosten, so teuer. Oh lala. Stellt aus irgendwas her. Also anscheinend nur zur Bedürfnisbefriedigung, was irgendwie ein bisschen schade ist. Also irgendwie müsste es ja auch ein bisschen mehr Effekt haben. Wobei, das müssen ja eigentlich dann alles nur. Es sind alles Neuankommen, die gar keine Häuser haben wollen. Okay, ich verstehe. Aber wenn hier steht, dass wenig Wasser ist, heißt es etwa, ist zu wenig Wasser hier drin, oder? Okay, wir haben jetzt ein bisschen Geld bekommen. Der Händler war da, das ist gut. Sehr gut, dann können wir eben irgendwas bauen. Was wir verkaufen können. Okay, gucken wir erstmal an, was wir alles noch verkaufen konnten. Markt. Achso, können wir auch hier machen. Bearbeiten. Hier können wir verkaufen. Nahrung oder Waren. Ja, weiß ich nicht, ob das jetzt Stoff ist oder nur Klamotten. Eine ausgezeichnete Frage, aber wir brauchen auf jeden Fall. Ich denke, Brot können wir wahrscheinlich verkaufen. Aber das sind drei Gebäude, die wir erst verkaufen müssen. Das wäre Weizenfarm 75, Windmühle 100 und Bäckerei 100. Uff, 150. Hier das gleiche. Schäferei macht Wolle, Weberei macht aus Wolle Stoff und dann Schneiderei Nummer 50. 50, 100, also 200 bräuchte man dafür. Na gut, machen wir erstmal diese Schäferei. Oh, schlechter Einfluss. Da können wir die vielleicht hier oben hin machen. Mal gucken. Ja. Schäferei. Dann brauchen wir die Weberei. Kostet 100. Wahrscheinlich fehlen jetzt aber auch wieder Werkzeuge. Okay, das Ding hat keinen Einfluss. Da können wir uns auch hier einfach mitten reinstellen hier. Ja, stellen wir das mal da drüben hin. Oh, ich hoffe, ich habe jetzt den Eingang richtig gesetzt. Nein, stopp, ich habe den Eingang falsch gesetzt. Erstattet 100 Gold, okay. Weberei. Okay, hier ist der Eingang, gut. Gut. Puh. Ist alles nicht so einfach. Ja, beim Markt, da müssen wir vorab auch 50 Gold bezahlen, um irgendwas verkaufen zu können. Und es fehlt eben an diesen blöden Werkzeugen. Na gut, dann müssen wir sagen, dass wir die wieder kaufen wollen. Gut, wir verkaufen jede Menge Bretter. Jede Menge. So, gut. Und hiervon brauchen wir wieder ein bisschen was. Ja, na gut. Hoffe, wir kommen wieder auf den grünen Ast.
der steckt da fest. Ist doch scheiße. Das heißt, die wird wahrscheinlich wieder unglücklich werden. Ah, ja, die kommt wirklich nicht raus. Ja, das läuft wirklich schlecht. Mit dieser Tante hier. Dann können wir das Haus genauso gut abreißen. Ey. Hör mal auf hier. Gut. Ja, dann reißen wir das leider ab. Und bauen das neu irgendwie auf, so dass sie da besser reinkommen kann. Hoffentlich. Okay. Das war die Steinmetzhütte. Ja, ich habe halt keine Ahnung, wie ich es besser machen kann. Vielleicht war das Problem, dass es an der Schräge stand und das ist dann... Mist, wie stand das denn vorher? Ich glaube, die ist aber oben reingegangen. Machen wir das mal so rum. Vielleicht funktioniert das besser. Ja, es ist noch viel zu tun an diesem Spiel. Aber ich mag es trotzdem. Ein neuer Weg entsteht. Schön. Das so klug war hier, das so derartig da an den Rand zu bauen. Ich habe gar nicht gemerkt, dass es so wirklich am Rand steht. Ich glaube, ich reiße es lieber nochmal ab. Und mach's lieber mehr so ein bisschen nicht ganz an die Schräge ran, vielleicht hier hin. Das war das Schaf, die Schäferei, genau. Mal, das war so. Na gut. Okay, liebe Leute. Oh, ich habe wieder kein Geld. Nein. Allgemeine Zufriedenheit, 98%. Das ist doch schön. Ja, dieser Weg hier ist jetzt wieder fast verschwunden. Also mit der Zeit wächst es wohl wieder zu. Okay. Noch mehr Leute. Wahnsinn. Oh. Oh, ich glaube, ich habe das hier falsch gemacht mit diesem Warenweg. Ich habe hier gesagt, alles verkaufen bis zum Wert von 45. Das heißt, er verkauft im Moment jetzt nur eins. Das heißt, ich müsste das eigentlich weiter runter machen, damit er mehr verkauft. Ich muss das festlegen, was er übrig lassen soll. Ja, lass so 20 übrig und hiervon mal 5 übrig lassen. Dann bekommen wir auch wieder mehr Geld rein, denke ich. Ja. Okay, jetzt müsste es besser funktionieren. Mann. Okay, also, ja. Das Spiel ist nicht immer einfach zu verstehen. Aber es macht ja auch Spaß, das irgendwie von alleine rauszufinden. Jetzt dauert es hier oben. Mensch, wir haben doch eigentlich Baumeister. Wo stecken die denn?
Baumeister, zwei Stück. Ja gut. Steinmetz kann gerade nichts machen, weil ist noch nicht fertig. Okay, da könnten wir jetzt jemanden zuweisen, der nichts zu tun hat, weil wir gerade noch keine Wolle haben. Naja, sagen wir dir mal, ich soll das hier priorisieren. Ah, ich glaube, der Händler war da. Hat uns Werkzeug gebracht, was sehr teuer war. Na gut, dann machen wir das mal lieber wieder aus mit diesem Werkzeug. Wir wollen ja Geld bekommen, nicht ausgeben. Und ich denke, mit dem Werkzeug, was wir jetzt da haben, reicht es wahrscheinlich, da noch diese Schneiderei zu bauen. Hat es jetzt priorisiert? Ah ja, gut. Das sollten wir aber auch priorisieren. Gut, jetzt habe ich beide Baustellen priorisiert. Super. Na gut, ja, liebe Leute, ich lasse es dann mal für heute. Ich denke, beim nächsten Mal können wir hoffentlich die nächste Ware verkaufen, nämlich entweder Stoff oder Klamotten. Ich denke mal, es werden eher Klamotten sein. Und wir sollten auch Fisch möglichst schnell zur Verfügung stellen. Ja. Ich sage euch bis zum nächsten Mal, macht's gut. Passt auf euch auf, kommt wieder vorbei. Ich freue mich auch über ein Like. Bis dann, eure Lucida.